Wenn ihr jetzt Silvester hinter euch gebracht habt und auch Weihnachten, da kann man ja diese ganzen fetten Sachen nicht mehr sehen, die man da gegessen hat. Also sprich Kartoffeln und Soße und Kuchen und Lebkuchen und Stolle und was es alles gab. Da hat man ja dann manchmal so Appetit auf was ganz Frisches, was Schnelles, was den Hals runterrutscht. Und vielleicht hat man auch gar nicht so richtig Hunger, sondern nur Appetit. Dann eignet sich Frozen Joghurt perfekt. Den kann man immer essen, der schmeckt immer, der ist immer frisch, egal ob draußen Winter oder Sommer ist, der ist immer toll und ganz schnell gemacht. Einfach Sahne aufschlagen, das habe ich hier schon mal gemacht, die muss richtig schön fest werden, so sollte sie aussehen. Dann nimmt man Joghurt, der ist hier, da reibt man ein bisschen Zitrone rein. Nehmt da einfach eine Bio-Zitrone, ein bisschen Schale. Das riecht so gut. So. Dann gibt man noch den Saft von der Zitrone rein. Muss mal aufpassen, dass keine Kerne mit abkommen. Das Ganze nochmal mischen. Dann gibt man Läuterzucker dazu, das ist ganz einfach ein Zuckersirup, den kann man selber machen. Einfach Zucker im Topf mit Wasser zusammen auflösen. Da hat man so einen dicken, durchsichtigen Sirup, der kommt auch da rein. Das Ganze nochmal gut durchmischen. Der Zucker macht das Ganze nachher nämlich ein bisschen fester. So. Wenn das gut untergehoben ist, dann kommt die Sahne drunter. Und die Sahne sollte man auch nicht runterrühren, sondern ganz runterheben. Ganz vorsichtig sollte man das machen. Geht aber eigentlich ganz einfach, zeige ich euch. In der Sahne ist jetzt ganz viel Luft drin, die da reingeschlagen wurde. Und die soll ja in diesem Frozen-Joghurt erhalten bleiben. Dadurch hat er ja so was fluffig Leichtes auf der Zunge. Und dass das dann bleibt, einfach ganz vorsichtig, kann man mit dem Löffel machen. Wenn man noch nicht so geübt ist, kann man auch gern so einen Spatel nehmen. Das geht auch ganz gut. Einfach immer vorsichtig mit einer drehenden Bewegung unterheben, sodass die Luft in der Sahne bleibt, aber sie sich trotzdem vermischt mit dem Joghurt. Orange peel under the car seat. I can feel underneath my feet. I don't know how long it's all been there. And it's the sweetest thing watching you dancing as you spin, making. So, dann kann man das zwischendurch nochmal probieren. Jetzt kommt das Ganze in den Kühlschrank, also ins Eisfach und bleibt da ein paar Stunden stehen. Der Joghurt war jetzt 4 Stunden im Tiefkühlfach. Der hat jetzt eine richtig tolle Konsistenz. Guck mal, der ist so ganz fest, aber man kann ihn bewegen. Also nicht so fest wie richtig hartes Eis, sondern so cremig fest. Und dann ist er genau richtig. Und dann kann man ihn ganz hübsch anrichten. Ich nehme gern solche Gläser. Dann kann man hier so, wer natürlich jetzt einen Spritzbeutel nehmen möchte, den da reinfüllen und dann richtig galant so reinrühren und spritzen, das kann man natürlich auch machen. Ich finde es aber so ganz schön. Dann kommen Himbeeren drauf, die habe ich in der Zwischenzeit erhitzt. Heiße Himbeeren. Und schon ist ein sehr leckerer Nachtisch fertig und man kann ihn dann noch ein wenig dekorieren. Ich habe hier so Schokoplättchen, ups. Nicht in die Himbeeren stecken, sondern in den Joghurt, weil dann schmelzen die weg. So. Das Ganze kann man natürlich auch jetzt, wenn man das für einen Kindergeburtstag macht,
oder eine Kinder-After-Silvester-Neujahrsparty, kann man das natürlich auch in Gläser füllen. Und mit allem möglichen Schmücken. Zum Beispiel, wir machen es mal ein bisschen voller noch, so einen kleinen Berg haben. So. Zum Beispiel auch mit lustigen Blümchen. Oder Schokostreusel, man kann auch Keksbrösel rüber tun, also alles ist möglich, alles was lecker schmeckt. So, aber auch noch ein Schokostäbchen rein. Ups. Und das sieht doch echt lecker aus, oder? Und andere Rezepte findet ihr auf six.de. Da seht ihr kleine Filme, wie ich backe. Und da findet ihr auch noch viel andere Anregungen von mir, Tipps und Tricks. Und ich würde gerne wissen, wie ihr das alles findet. Also schreibt mir einfach. Ich freue mich. Tschüss.